Ey, hör mal zu. Wenn du abnehmen willst, brauchst du eine negative Kalorienbilanz. Das ist alles. Einfach ausrechnen auf dem Computer, wie viel du am Tag verbrauchst, und dann gehst du ins Minus. Ganz einfach. Ist egal, was du isst. Ganz einfach. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Nach dem Intro. Hallo meine Freunde, euer Coach hier. Cecil, es wird dir einmal gesagt, negative Kalorienbilanz. Achte nur auf die Kalorien. Es kommt auf die Kalorien an. 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 Mit der Kalorien ist es aber nicht so einfach. 1000 Kalorien sind nicht gleich 1000 Kalorien. Wenn ihr 1000 Euro im Monat verdient, dann ist brutto auch zu unterscheiden von netto, weil es gibt einfach manche Nahrungsbestandteile, die werden halt anders verstoffwechselt. Rein zur Information, auch Holz hat einen kalorischen Wert. Also ich kann ja auch nicht sagen, hey, ich nehme ab, wenn ich 1500 Kalorien Holz am Tag esse. Das wird ja nicht verwertet. Also das kann man ja nicht mit einbeziehen. Und das ist auch eine Kalorie, das ist auch ein kalorischer Wert. So, und so kann man natürlich sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Ballaststoffe nehmen, die haben auch einen kalorischen Wert, aber der Körper kann sie halt nicht richtig verstoffwechseln. Deswegen wurden sie früher Ballast genannt, weil man dachte, ja, das ist nur Ballast für den Körper, der Körper kann sowieso nicht verwerten, wird wieder ausgeschieden. So, heute weiß man natürlich, dass die sehr viele positive Eigenschaften haben, gerade auf die Verdauung, ziehen Wasser, halten länger satt, halten den Insulinspiegel schön flach unten und so weiter, binden Cholesterin, scheiden es aus und so weiter und so fort. Also Ballaststoffe sehr wichtig. Die haben auch einen kalorischen Wert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe 1000 Kalorien Ballaststoffe, dann kannst du natürlich nicht werten. Also du kannst nicht sagen, 1000 Kalorien Ballaststoffe sind genauso zu behandeln wie 1000 Kalorien Holz oder 1000 Kalorien Gummibärchen. Es gibt zusätzlich einen thermischen Effekt der Nahrung. Also wenn ich zum Beispiel Proteine habe, der Körper braucht sehr viel Energie, um Proteine zu verstoffwechseln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Stück Fleisch esse zum Beispiel, dann hätte ich in 100 Gramm Fleisch um die 110 Kalorien, sagen wir 100 Kalorien. So, der Körper braucht aber ungefähr 30% der Energie, um das überhaupt zu verstoffwechseln. Also habe ich netto eigentlich nur 70 Kalorien aufgenommen. Und so muss es gerechnet werden, weil dieser thermische Effekt ist sehr wichtig. Bei Proteinen ist der halt sehr hoch. Bei Proteinen liegt er so bei um die 30% irgendwo. Wenn wir Fette haben, da ist der thermische Effekt sehr gering. Also der Körper braucht nicht wirklich viel Energie, um das aufzuspalten. Bei den Kohlenhydraten ist es so, Einfachzucker, die sind sehr leicht aufzunehmen, da braucht er nur 5% der Energie. Wenn wir jetzt ein komplexes Kohlenhydrat haben, da muss diese Zuckerkette, ich sage es ja immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, Kohlenhydrate sind Zucker. Also wenn diese lange Zuckerkette im Vollkornbrot aufgespalten wird, kommt auch im Blut Zucker an. Deswegen, da braucht der Körper natürlich ein bisschen mehr Energie, um diese lange Zuckerkette auseinander zu hacken mit Amylase mit und so weiter. Da liegt der thermische Effekt dann ungefähr bei, ja, so ungefähr 15%, sagen wir mal 10-15%. Also Einfachzucker, ganz wenig Energie wird dafür verwendet, 5%. Bei Fetten noch weniger, 0-5%. Bei Vollkornprodukten, die lange Zuckerkette, schon so 15%. Aber bei Proteinen 30%. Also da kann man schon sagen, dass das ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Und natürlich, ihr könnt euch das vorstellen, auch zum Beispiel, wenn ich Gemüse habe. Ich habe zum Beispiel 100 Gramm Gurke. Gurke hat aber nur, ja, sagen wir mal 15 Kalorien oder 12. Diese 15 oder 12 Kalorien muss mein Körper aber 8 Stunden eben durch den Verdauungstrakt pushen und drücken und entzieht dem Wasser und so weiter. Also der Körper hat wirklich lange damit zu tun und verbrennt praktisch mehr Kalorien dadurch, das alles zu verstoffwechseln. Also du kannst auch nicht sagen, wenn du ein Kilo Gemüse isst, dann sind es ja nur 200 Kalorien, dann kannst du nicht wirklich das mit einrechnen, weil der Körper braucht ja mindestens wahrscheinlich 200 Kalorien, um das Ganze zu verstoffwechseln. Deswegen, es ist nicht so einfach zu sagen, hey, negative Kalorienbilanz. So machst du das und nimmst sicher ab. Weil man weiß ja auch im Endeffekt nie, wo dein wirklicher Verbrauch ist. Man kann zwar über Tabellen ausrechnen und dann kommt irgend so eine Zahl raus. Ach so, ich verbrauche 2000 Kalorien am Tag. Aber, weil diese Tabellen, die wissen dann zum Beispiel, wie groß du bist, wie alt du bist, aber die wissen nichts über deinen Stoffwechsel. Hast du eine Schilddrüsenüberfunktion, eine Unterfunktion? Hast du einen Testosteronspiegel, der sehr hoch ist, dass du viel verbrennst oder wenig? Wie ist dein Wachstumshormonspiegel? Das sind alles Faktoren, die sind nicht damit einberechnet. Und man kann diesen Wert nicht für bare Münze nehmen. Und dann zum Beispiel gibt es Menschen, die sitzen, wenn sie sitzen, zum Beispiel so. Und andere Menschen sitzen so, Und diese Zappelpeter, dieses Hin- und Her-Zappeln, das kann bis zu 500 Kalorien pro Tag mehr ausmachen. Also diese Leute können zum Teil eine ganze Tafel Schokolade, Ritter Sport zum Beispiel, mehr essen als die Person, die halt Energie reserviert,
so sitzen. Das ist einfach so. Und deswegen kann man nicht genau sagen, okay, da und da sind genau meine Kalorien und jetzt mache ich genau 300 Kalorien weniger, weil 300 Kalorien ist nicht zu viel. Es ist echt schwierig. Also deswegen, ihr könnt das so als Richtlinie nehmen, so Pi mal Daumen, aber setzt dann nicht, wenn ihr merkt, hey, ich bin jetzt nach der Tabelle 500 Kalorien im Defizit, aber man nimmt zu oder man nimmt einfach nicht ab, dann ist das wohl nicht richtig. Dann kann man die Schilddrüse untersuchen lassen oder man muss mal Hormone gucken oder wer weiß was. Also vielleicht auch die Antibabypille mal gucken. Manche haben einen sehr hohen Östrogenanteil, manche einen niedrigeren. Es sind so viele Faktoren, die damit einspielen. Und das kann man nur testen, wenn man wirklich das testet, also wirklich versucht und mit den Kalorien spielt, um zu gucken, ja, wo kann ich denn genau abnehmen? Weil diese Tabellen sind halt wirklich ungenau. Also, kurzes Fazit. Nur auf die Kalorien achten ist nicht ganz richtig. Ist einfach so. Deswegen kann man nicht sagen, es zählt nur die negative Kalorienbilanz. Weil wenn man danach gehen würde, ja, müsste ich mit 3000 Kalorien durch Holz am Tag Fett aufbauen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und hier, Moment, einmal draufklicken, mir folgen, Snapchat, Instagram, Facebook, folgt mir überall und ihr seid immer auf dem Laufenden, wenn ich ein neues Video habe, okay? Alles klar, bis bald, euer Coach Cecil.